Moin, moin, mein Name ist Heinrich der Löwe. Willkommen zurück beim Widerstand. Und ja, wir sind hier noch in Hollywood Hills und wir müssen Mac finden und der hatte tolle Aufgaben für uns bereitgestellt, dieser Sausack. Scheiße, scheiße, scheiße. Fuck. Und schon haben wir gepennt. Die habe ich zu spät gesehen. Ich wollte nur mal gucken, ob hier in der Ecke vielleicht eine Kiste ist, aber... Ja. Wir haben was gefunden, aber nicht das, was ich wollte. Scheißen Dreck hier. Ist davon noch mehr? Oh ja. Ah, oh, toll, nur einen erwischt. Wo kam der denn her? Ey, ich leg mich mit diesen Scheißdinger nicht mehr auf den Boden an. Habe ich echt gerade nicht gesehen, wo kam der? Habe ich den nicht getroffen? Gab doch gerade eine Explosion. Scheißteile, ey. Dreckige Scheißteile. So, da hinten haben wir ein Türmchen. Den können wir wahrscheinlich gebrauchen. Noch mehr Minen. Geht's da rechts lang? Einfach nur so dran vorbei. Ach, machen wir mal. Gehen wir mal dran vorbei. Scheiß auf das Türmchen da hinten. Mhm. Das Dumme ist, die kommen ja auch drauf, ne? Was passiert, wenn wir mit einem Scharfschützengewehr drauf schießen? Nee, das ist mein Scharfschützengewehr. Okay. Bringt nichts. Okay. Waren das nur zwei? Ja. Einer hat mich mit dem Baum verwechselt. Das ist ja cool. Dass die mich mit dem Baum verwechseln können. Hat Skynet ein bisschen schlecht programmiert, aber die Minen sind gefährlich genug. Oh, da hinten ist ein Türmchen. Und ein... T-800. Mit einem alten Plasma. Also wenn er diese 95er Plasma hat, dann hat er wahrscheinlich noch nicht diese Legierung. Das heißt, wir können ihn auch so platt machen. Laufen wir hier wirklich einmal außen rum. Wären wir doch mal den direkten Weg gegangen. Katastrophenrezept. Drei Altmetall, zwei Chemikalien, zwei Stoffe, Elektroteil, Energiezelle und Sprengstoff. Unendlich viel Spaß. Okay. Müssen wir bauen, was immer das ist. Ich denke mal auf irgendwas, was richtig viel Bums macht. Alter, das bringt uns hier einmal hier komplett um die Ecke. Wenn es ein Standard T-800 ist, ne? Das sind zwei. Das sind auch zwei Geschütztürme. Versuchen wir es. Ne, ich kann nicht ranzoomen.
Falsche Waffe. Scheiße. Das ist doch mein Scharfschützengewehr, Junge. Jetzt muss nur treffen. Level 23. Nur treffen. So, wenn wir dabei sind. Einfach nur, weil die mich stören. Oh, die treffen von hier schon gut. So, schön aus dem Hinterhalt. Ist da noch wer? Links unten, wir heilen uns erstmal ganz kurz, falls wir noch einen Treffer abkriegen. So, wo bist du denn? Plasmadürmchen. Ah, das war der Stein. Ich glaube, das war wieder der Stein. Na gut. Ich sag mal, terminiert. Und ein Fertigkeitspunkt. Ich kann den immer noch nicht auf Waffen packen. Ah. Deine Mutter. Ah. Da machen wir auf Herstellen. Tarnung brauchen wir nicht, wir sind genug getarnt. Oh, da ist ja noch einer. Wo kommt der denn her? Hab ich dich übersehen, Süßer? Das wollte ich aber nicht. T-820, das ist jetzt doof. Der hat nämlich die 96er. Egal. Kampf, Kampf, Fight. Fight. So. Das scheint noch ein Böser zu sein. Böser Plasmaturm. Vielleicht kriegen wir den auch noch kaputt. Ratzelpalduff, sage ich da nur. Ups. Abkühlen. So, jetzt haben wir hier alles platt gemacht. Ah, jetzt habe ich scheiß Gewehrmunition mitgenommen. So, jetzt müssen wir nur die ganzen Terminatoren finden, aber ich glaube, die habe ich hier schon alle irgendwie querbeet. Hm. Ich weiß nicht mehr, wo die waren. Gut, Pech gehabt. Dann sind sie halt terminiert und nehmen den Schrott mit sich. Ah. Ich hoffe, er wird den Krankenwagen nicht. Der wird nicht zum Spiel dazu. Cool, da hat sie kleine Drohne umprogrammieren können.
I've got it. Good job. I'm in my vault in one of the buildings up the street. Meet me there. Ich glaube, das ist bestimmt das Gebäude, wo wir nicht weiter konnten. Mit dem Bunker. Ja, komm. Dann weg hier. Ah, wohl, ich bin nicht da lang gelaufen. Hier war noch irgendwo. E820? Wo? Den da meine ich. Gut, haben wir. Jetzt dürfte das Gebiet ja eigentlich komplett sauber sein. Wenn nicht, aber ein Problem, aber ich riskiere es jetzt einfach mal. Genau, da ist ja unser Freund. Ich weiß jetzt wirklich gerade nicht, waren wir da drin oder waren wir da nicht drin? Doch, müssen wir drin gewesen sein. Ist ja alles aufgeklärt. Müssen wir jetzt irgendwie in den Keller kommen? Und hier war irgendwo noch ein Sprengsatz. Vielleicht kriege ich den auch noch ab. Das ist so ein Millimeter, der fehlt. Scheiße. Ah, wir Glück gehabt. Oh, warte mal. Was sind die katastrophale Dingsbums? Achso, ich habe gehofft, dass es vielleicht irgendwas ist, was wir bauen können. Och, ist das enttäuschend. Schade. Da ist echt wegen so einer Kackmine hochgegangen. This is it. Ist doch ein bisschen safe. Komme ich da jetzt rein? Achso. Schutzraum betreten. Dr. Mack hat sich als unberechenbar und manipulativ erwiesen. Connor behauptet jedoch, er habe das Wissen, das uns gestatten wird, Skynets neueste Plasmagewehre zu nutzen. Ich hoffe nur, dass sich sein Vertrauen auszahlt. Ich auch. I know it looks tempting, but please do not destroy that plasma container. It powers this whole laboratory. Ja, denke ich mir auch schon, weil da kommt ja das ganze Leuchtkabel her. Ich guck mir deine Räumlichkeit an. Also das Bett, das, ich hätte mir ein anderes hier runtergetragen. Also wenn du darauf pennst, mehrere Tage, oh, da kriegst du so Rückenschmerzen. Ich guck nur, ich guck nur.
Oh. Der Doktor spielt mit Terminatoren. Ich komm gleich zu dir. Aha, damit kann man bestimmt Arme erstellen. Ah, warte mal. Das ist ja wie bei der Matrix. Ich lese mal kurz, was da steht. Aha. Path, mhm. Library Path, mhm. But Print? Nee, wir wollen nichts drucken. Naja, einfach nur Befehle. Und da, den hat es ein bisschen zerlegt. Ja, interessantes Labor hast du hier. Dr. Mac. Sorry for making you run around like that. But because of the recent increase in Terminator patrols, I couldn't get to that Spider Scout myself. Can I see it? Thank you. I have a gift as a token of my appreciation. While you're out looking for my Spider Scout, I used some leftover parts to make a new radio for you. Mm-hmm. I've been picking up your signal for a while now, and I imagine that Skynet has as well. So, I've made it harder to decipher. You won't have to worry about them eavesdropping. You've been listening, so you know why I'm here. Yes. Now, let me see that gun. What a beauty. I've got to tell you, if Skynet wasn't so gung-ho about killing everything... What's interesting about it is that the matter inside is far more condensed. That way, it releases more energy on discharge, dealing much more damage. And also, its plasma blast is violent, so that's different. Can you bypass the encryption lockout so we can use it? Alvin couldn't. Alvin couldn't bypass an egg timer if his life depended on it. I'll do it, but it's not that simple. First, you'll have to bring me Skynet's latest security codes. Toll. Security codes? They will allow us to access Skynet's mainframe. But they change them regularly, so I need you to connect to any HK unit and download the newest security codes. To do that, you'll need my code reader. When I was excused from the shelter, they made me leave all my equipment behind. Alvin should have my code reader. Okay, is that everything? As far as the security codes go, yes. Then I'm moving out. Actually, I've got a question about that infiltrator that you have there. Is it intact? Or more specifically, its neural net CPU? I've been hacking Skynet's units and I'm noticing similarities in their patterns. I think I'm ready to reprogram the CPU from that infiltrator. It's more powerful than any other. Should I ask Baron about that too? No, 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 she can't know about it. She would not approve. I know how this sounds, but you need to steal it for me. What? I'm the only one that can reprogram that chip. For some reason, Skynet has started to learn at a geometric rate. We need to prepare ourselves for whatever's coming, and I believe that having an infiltrator on our side will give us the advantage. Just think about it. Okay, lass uns zusammenfassen. Wir kennen den Typ nicht. Commander. Der ist irre. Rivers, what's the status? Und wir geben ihm das. Max alive. He will help us, but he needs a device he left at the shelter. All right, we can do that. Report to me when you get back. Over and out. Also das hätten wir jetzt auch eigentlich per Funk erledigen können, das Gespräch, aber er braucht, wir mussten ja uns ja zeigen, dass wir vertrauenswürdig sind. Cool wäre es jetzt wirklich, also es wäre richtig cool, wenn wir den Terminator quasi aus Teil 2 quasi umprogrammieren, weil sie dürfen wahrscheinlich aus rechtlichen Gründen Arnis Gesicht nicht benutzen. Aber dass wir den umprogrammieren und in die Zeit zurückbringen. Das wäre richtig cool, wenn die das einbauen würden. Das wäre richtig cool. I have to say, you're doing quite well without my help. What are you doing here? You have to get the ones you care about to leave the shelter. They'll be in great danger if you don't do what I say. But remember, Jacob, that has to stay between us. Why?
Because things need to play out the way they're supposed to, that's why. I have been here from the beginning. Each of your friends already knows the reason they need to leave. You just have to remind them. Wer zur Hölle bist du? Weißt du irgendwas über den... Ja. Do you know anything about a CPU that Mac wants me to steal? I do. If hacked, we could take over an infiltrator. Dr. Mac is capable of doing that. I'm not so sure if Alvin can. I think you should steal it. Okay. Könnte sein, dass der Fremde ich bin aus der Zukunft? Und der zurückgeschickt wurde, um mich auf den richtigen Weg zu bringen? Ach, ich liebe Zeitreisen-Thematiken. Ich finde das cool. Also so ein Film und so, ne? Musikalisch unmöglich, aber egal. Wer zur Hölle bist du? Who the hell are you? Weiß bestimmt, wer ich bin. I can't tell you. It could change the choices that you make in the future, and we can't have that. So whatever happens, you can't know my identity. Not yet, at least. So, dann fragen wir ihn nochmal, warum wir es, Also, wir, das ist eine Frage, können wir es Commander Baron sagen? Und er wird gleich sagen, nein, sag's ja nicht. Can I tell Commander Baron? No, she won't allow it. Then she will start to question you and keep you away from your missions. That cannot happen. Nein, sie ist ein sexy Terminator. I think I'm more confused than I was before. Nee, just nicht. Stay focused. We'll see each other soon. Wir bleiben am Ball. Hau rein, Mann. Bis zum nächsten Mal. Tüdelü, Motherfucker. So. Jetzt wird's interessant, wie wir quasi das stehlen können, weil Dr. Eierkopf wird ja bestimmt da einfach rumliegen. Rumstehen, meine ich. Am Uff da. Rivers, DN 46890. Moin moin. Wie geht's, wie steht's? Welcome back, Sergeant. Mir geht's gut, und euch? Bravo, Rufi. Weitermachen. Oh, Rattensammler und die Tussi sind weg. Oder sitzen woanders. Hm? Ah, Wine. Wie geht's dir, Mann? Ah, er möchte mit mir nicht sprechen. Ist okay. Aber bevor du mich anlaberst, halt die Fresse. Nee. Ich mag dich nicht. Can I see your hardware? Ich werde dir warum auch immer einfach in den Kopf schießen. So. Eins von den Plasma-Dingern brauchen wir selber. So. Lass mal Minigun. Nee, komm. Lass mal sein. Ich würde hier liebend gern diese Waffe mal testen. Wir haben sie bisher nicht gefunden. Der ersten Generation. Wie viel Schaden macht die? 110. Wie viel machen meine? Gut, dann muss ich die leider mal kaufen. Hat aber keinen Scope, ne? Ohne Scope, aber hat die ja auch nicht. Vielleicht können wir die damit ersetzen. Die erhitzt und die hat 12 Schuss. Also quasi ein Scharfschützengewehr. Nur in Arm. Plasma-Impuls, ersten Generation. Ach komm, wir kaufen die mal. Also sie macht auf jeden Fall mehr Sinn als dieses Dauergeballer, was irgendwie... Das sind die Waffen, die ich hochgerüstet habe, effektiver, finde ich. So, hier hat er maximal 112, aber braucht man nicht. Die bastle ich mir, die behalte ich nochmal. Hat man ja kaum Platz hier im Inventar. Oh, warte mal. Die Munition können wir verkaufen. Ach, hiervon können wir... Warte, davon welche? Wie kosten die? 250. Die waren ja eigentlich nicht schlecht. Hier, komm, verkaufen wir davon welche. Wie viel verkaufen wir davon? 10 Stück. Nutzt die nie, diese Tauschdinger.
Transaktion beenden. So, dann rüsten wir mal die Waffe aus. Und die Waffe nutzt auch roten Laser, ne? Rotes Plasma. Würde ich gerne verbessern. Ladestreifen, Schaden-Output wäre gut. Hier mal Ladestreifen. Tja. Hätten wir nochmal Ladestreifen. Nehmen wir ruhig den 40er, den 47er heben wir uns nochmal auf. 10 Schuss und ein bisschen mehr Schaden. Also hat er 22 Schuss. Der hat ja... Na gut, dann mehr. Okay. Bin mal gespannt, wie die Waffe ist. Zur Not verkaufen wir sie, aber die Verbesserung bauen wir wieder aus. Ah, die wird uns voll quatschen. Die wird uns voll quatschen. Hi. Ah, fuck. Ah, ja, hey, haben irgendwas war mit dem Mann, ne? Did you see Jennifer on your way here? Isn't she here? She hasn't come back yet, but I'm sure she's fine. About Hollywood Hills. How ja, sehr gut. Go? I've been to Hollywood Hills and found your old house. Did you? Überreden zum bleiben. I found Peter's body there. They got him, but he left you a letter. I'm sorry. I have to get back to work. God knows there's plenty to do. Aaron. What, Jacob? Do you understand what I'm saying? And what do you want me to do about it? Weep for him in front of you? Believe me, I have plenty of sleepless nights in my future. But excuse me if I'm not gonna make a spectacle of myself in front of everyone. I want to be left alone now. Ja, Hauptsache du bleibst da. Oh, die Tür ist offen. Geht's denn da hin? Das ist ein riesig großes Gebiet auf einmal. Wie kriege ich dich weg, mein Freund? Hey, Alvin! Could you keep it down? I'm working with highly sensitive instruments here. I don't want to recalibrate them every time you say, hey. Anyways, I'm busy. Come back later. Hm. Das auffällt, wenn wir jetzt einfach klauen. Don't touch that. That's how things get lost. Okay, er muss weg. Irgendwie müssen wir Alvin wegkriegen. Thought I told you, I can't work with so much noise. I need absolute silence, so please stop that. Sorry. I swear I should just join Skynet! Have you heard that Dr. Mack's still alive? Yeah, if I ever get my hands on him, I swear to God. Huh, you're back. Yo. How is Hollywood Hills? Crawling with Terminators. And what about Mac? How's he? Is he compliant? Fine, but he needs Skynet security codes if we want him to reprogram that plasma rifle. Fair enough.
Talk to Alvin about that. Okay, I will. Did Max say anything else? No, that's all he said. Okay. Talk to Alvin about those security codes and then come back to my quarters. I'll tell them to let you in. And one more thing, talk to Ryan. That buggy's been sitting there broken for too long. See if something's going on. I've got a suspicion that he's hiding something from me. Mm-hmm. Ich hätte doch erst mit ihr reden sollen und dann das klauen sollen, aber er hätte wahrscheinlich mir das auch nicht gegeben. Alvin! You know what? I'm actually jealous of Mac. He's out there alone. No one's bothering him. If I had those working conditions, I would be just as successful as him. He told me that I'll need some sort of a device to download Skynet security codes from an HK. Do you have it? Yes. About that. Do you remember that day in downtown? I do. It was very traumatic. And because of that, I may have forgotten to bring back some things. Including that device. And the quantum battery which powers it. You won't be able to use it without it. So, I guess I'm off downtown. Yes, you do that. Naja, er hat immer noch nicht mitgekriegt, dass ich sein Ding da geklaut habe. Wine? Wo ist der denn wieder hin? Wieder ist das Arschloch. Ah, hier. Erzähl, was ist los? Hey, Jacob, what's happening? Baron wanted me to ask about that buggy. Is there a problem? Yeah, she's been nagging me to fix the electronics in this piece of shit for a while now. Do you think you can help me with it? Yeah, have you seen my Bruder? Why are you asking me? You're the mechanic. Listen, I'm good with tools. You give me a car with a gasoline engine, I'll make it run. But this electronic shit? I don't know anything about that. Hell, most of my life, I live without electricity. Why not tell her? She won't let me cherry-pick my own responsibilities, you know that. She'll throw me right out of here if she finds out. That's why I need your help. Quartermaster will give you all the parts, tell you what to do. Just think about it. Ach, muss ich mit meinen Lieblingstypen reden? Ah ne, der Quartiermeister ist hier hinten, der war mal noch gar nicht. What was I supposed to bring? You know what? You're lucky. No one will ever mistake you for a machine. What do you mean? Exactly. Antragsformular. Mutter Rose, Farbe 9. Stelle am Körper, Brust, Kommentare. Mhm. Weitermachen. Hier gibt's irgendeine. Gucken wir mal. Geheimgang. Und. Oh, Terminierungsmesser. Ah, die kosten auch gutes Geld. Ja, unser Widerstand hat sich hier vergrößert. So, dann geht's hier einmal rum. Wie dumm. Schön schweißen. Ohne Schweißerbrille? Das ist doch blind, Junge. Those look like vibes to you. Ryan said they were. Well, here goes nothing. Commander's waiting for you. Ja, freut mich. Yep, those were definitely not vibes. Es geht ja noch weiter hier. Commander. Welcome to the luxury part of the shelter. Oh, Kunst. Ihr habt Kunst beiseite gebracht, ihr seid der Helden. Was willst du hier? Von mir. Oh,
fucking hate living underground. But hopefully we won't have to much longer. Thanks to people like us, this war will end soon. You proved that you'll do whatever it takes, no matter the cost. And so will I. Don't think your efforts go unnoticed. You know, I killed a man long before I killed my first machine. And was hurt by a man long before machines hurt me. Apart from plasma burns, I've got man-made scars underneath these tattoos that I'll never forget. On the good days, they don't hurt. And I feel like this world is worth fighting for. On the bad days, they make me want to quit. Give up and run like everyone else. But we're so close. Skynet's almost finished. So you can understand I can't run. I need your help, Jacob. I need you to get rid of Mac. Mm-hmm. He's unpredictable. He sabotaged our mission and killed our men before. I cannot let it happen again. I need you to kill him as soon as he reprograms that rifle. You look shocked. But I think I can find a way to persuade you. If you're into it, that is. Oh. Ja, es tut mir leid, aber ich muss ja leider einen Korb geben. Na, weil sie ist ein sexy Skynet-Roboter. Aber wir machen es trotzdem. That's what I thought. Auftragskiller. Oh, die mache ich nicht, die Mission. Wird wahrscheinlich die erste Mission sein, die ich nicht... It needs to be done, Jacob. It needs to be done. Commander. Shut up. Commander Baron. Kinder nicht zusehen. Wir haben einen Terminator befruchtet. Na, konnten sie keine Busen animieren? Kuscheln? Nicht mal kuscheln? Oh, ist sie fies. Ist ja voll gemein. Ja, aber Auftragskiller werde ich nicht machen. So ist, ich kann jetzt nicht zwischenspeichern, weil ich bin gerade eine Rose für Jessica? Eine Rose für Jessica. Ich bin gerade aus Pasadena zurückgekehrt. Ich habe etwas Besonderes gefunden. Bei dem ich dachte, ich würde sowas nie wiedersehen. Eine Wildrose. Die war leuchtend rot. Mit stacheligem grünen Dorn. Kannst du dir überhaupt vorstellen, dass irgendetwas in diesem Ödland wächst und lebt? Es zeigte mir, dass diese Erde noch immer solche Schönheiten erschaffen kann. Ich wollte sie nicht pflücken, weil sie so wertvoll ist. Ich musste dabei aber an dich denken. Wunderschön und wild. Ich möchte, dass du sie siehst. Sie wird dich an den Grund unseres Kampfes erinnern, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass du das vergisst. Wenn du von deiner Mission zurückkehrst, schau bei mir vorbei. Ich bring dich dann hin. Den liebe Perry. Aha. Kann mich nicht mehr dran erinnern, aber ich denke, der ist nicht zurückgekehrt.
Ihr habt bestimmt besser aufgepasst als ich. So. Muss ich jetzt diese Mission machen? Ich hab keinen Bock. Einen Auftragskiller zu machen. Mach das einfach nicht. Ja, ich muss ja zu dir noch irgendwas. I'm here to pick up parts for that buggy. Wasn't Ryan supposed to take care of that? Baron specifically asked me to keep an eye on it. Can he really fix it himself? Ja, ich sammle bloß Teile für ihn. Sure he can. I'm just the delivery guy. That's it. Yeah. All right. Here are the parts. Hackfresse, du. Hey. Willst du die Teile nicht haben? Ich hab Teile für dich. What's going on? Oh, I've got those parts. Great. Let's get to work. Müssen da wirklich mithelfen? And it's done. All right, that didn't seem that hard after all. Thanks for the help. Kein Problem. Wir tun alles für Erfahrungspunkte. Endlich. Noch eine neue Waffe. Storytechnisch könnten wir sie quasi noch nicht. Oh. Wir können sie quasi noch nicht verwenden, aber wir können jetzt doch sie verwenden. So, was brauchen wir denn? Überhitzung. Was ist, wenn wir. Bringt das was, deinen Ladestreifen einzubauen? So ein bisschen Schaden. Und dann irgendwas, wo links ein Zweier ist. Und wir brauchen rechts ein Dreier. Zweier und Dreier. Feuerrate. Zweier und Dreier, Feuerrate. Na gut, komm, Feuerrate. Mehr Schaden, mehr Feuerrate. Und mehr Überhitzung, das dauert später. Oder wir machen folgendes. Wir nehmen hier schon mal die Verbesserung raus. Kaufen die Waffe und haben gleich mehr Slots, zwei Slots wieder frei. Ihr Idiot. Do you need anything? Ja, komm. Can I see your hardware? Ja, halt mal kurz. Viel Spaß damit, Sackratte. Hey, mach mich nicht nach hier. So, ich guck mal auf die Uhr und der Tacho sagt, wir haben schon lange, das Video geht schon lange genug. Ich würde sagen, wir machen einen Break und nächstes Mal geht's weiter. Wir haben Waffen zu testen, zwei neue Waffen. Ne? Also reingehauen, bis zum nächsten Mal. Ciao.